Und willkommen zurück zu einem neuen Top-List-Video oder auch Guide mit mir, Drecks23 und dem Stone hinten. Der sitzt da und schneidet mir gerade die Haare. Klili, klili, klili. Und ihr habt das ja schon im Titel gelesen. Heute geht es mal um den Schaden, die Schaden pro Sekunde, das Leben der Dinos und so gesehen eigentlich der Dino im Komplettpaket der stärkste Dino ist. Ausgenommen von Titan und Giga, die haben halt einen Sonderplatz hier behalten. Richtig. Also in diesem Video geht es nur um Bodentiere und nur ausschließlich um Dinos, die es auf The Island gibt. Also keine Mod-Karten, keine DLC-Karten, das wäre jetzt Aberration oder Scorch Earth oder was haben wir noch gehabt? Finch demnächst. Ja, also die ganzen Dinos, die es irgendwie noch dazu gab, die werden nicht mit berechnet. Die werden wir noch im späteren Video irgendwann nochmal für euch extra berechnen. Dann kommt noch dazu Wasserdinos. Wir sind jetzt auf dem Land, ihr seht es ja gerade, Wasserdinos werden nicht mit berechnet und Flugdinos, weil Flugdinos sind da schon eine ganze Kategorie für sich und die werden nicht mit berechnet. Wir sind also gesehen nur auf The Island, die Standarddinos und nur Bodendinos. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt zu Platz 10 und fangen dann dort an. Und ja, dann werdet ihr ja sehen, wer von uns Platz 10 hat. Und wir werden uns dann durcharbeiten bis zu Platz 1. Und ihr werdet euch drüber freuen. Hey! Bye! So, Platz 10, der Calicotherium. Der Herr hat ein DPS von 43 bei Level 1 und 100% Mini-Damage. Und sein Leben beträgt in diesem Fall 600, wiederum auf Level 1, Standardwert. Jetzt muss ich mir mal Folgendes erklären, oder besser erklär es mal unseren Zuschauern. Was? Die DPS, ja, das wäre dann Schaden pro Sekunde. Was ist das überhaupt? Was sagt das überhaupt aus? Weil die meisten Leute sagen immer, das erste, was man eingibt bei YouTube, ja, erstmal DPS, ich muss mein Tier, muss den dicksten Output haben zum Kämpfen. Aber hat das überhaupt einen Sinn? Immer die. Ja, klar, das kann ich erklären. Ich erkläre es ja am besten ein Beispiel an den Terrazino, den wir hier oben stehen haben. Dann am einfachsten würde ich sagen: mit. Also wie gesagt, jetzt nehmen wir als Beispiel unser Terrazino hier. Wir haben von Standard Arc so eine Dummy-Puppe aufgestellt. Das ist jetzt nur ein Versuchsobjekt. Nehmt euch dann euer Tier eurer Wahl. Wir nehmen jetzt ein Terrazino. Und ihr schlagt dann auf diese Puppe ein. Ihr seht hier Schadenzahlen von 1051. Das ist jetzt nicht der richtige Wert des Tieres. Und DPS von 1261. Das ist nicht der wirkliche Wert, den ihr jetzt wirklich austeilt. Das Tier macht, der Terrazino macht maximal 90 Schaden an wilden Tieren. Die Puppe hat halt viel weniger Rüstung, das heißt, sie macht einfach mehr Schaden. Das heißt, das ist nicht der echte Wert eures Tieres. Den brauchen wir aber, um herauszufinden, wie viel Schaden eure Tiere machen. Das jetzt hinzukriegen, braucht ihr zwei Werte. Einmal den blauen Wert, da hier ist nochmal. Das kommt ein Knecht, in dem ihr ein bisschen öfter draufschlagt. Das ist die DPS von 1261. Mhm. So, was wir jetzt daraus errechnen wollen, ist die APS, also wie oft dieser Terrazino jetzt in der Sekunde zugeschlagen hat. Bringen wir es so hin, indem wir diesen DPS-Wert, der uns diese Puppe anzeigt, diese 1261, diese nehmen wir jetzt mal 60. Das heißt, wir bringen mal 60 sind Sekunden, wir bringen das jetzt auf 1 Meter hoch. Das heißt, die Summe, die ihr von 1261 mal 60 nehmt, ist jetzt der Schaden, der euer Tier jetzt in 1 Minute austeilen würde. Statt in der Sekunde, wie es jetzt hier ist. So, diesen Wert müssen wir jetzt durch den Wert, der bei einem einzigen Schlag macht. Das also die 1051? Dividieren, das heißt durchrechnen. Dann wissen wir, wie oft dieses Tier jetzt zugeschlagen hat in der Sekunde. Das heißt, wir wissen jetzt, dass der Terrazino hat jetzt 71 Mal in einer Minute zugeschlagen. Aber wir wollen jetzt wissen, wie oft hat er jetzt in der Sekunde zugeschlagen. Das heißt, wir müssen das wieder
durch 60 Sekunden Genau. teilen. Da haben wir einen Wert dann von 1,19. Das wäre jetzt aufgerundet 1,2. Das heißt, unser Tirocino in diesem Beispiel schlägt 1,2 mal die Sekunde zu. Das wird sich auch nie ändern. Dieser Wert bleibt immer gleich. Den könnt ihr auch nicht ändern. Dann ihr habt Mods oder sowas. Das heißt, Genau. wir wissen, unser Tirocino macht 1,2 Schaden pro Sekunde. Da hat der Sohn gerade was ganz Wichtiges erwähnt. Ihr müsst auf einem Standard-Server spielen. Wir haben natürlich jetzt, das sind alles Werte von einem Standard-Server. Ihr startet das Spiel und habt dann genau diese Werte. Wenn ihr natürlich jetzt irgendwas multipliziert habt, mal 1, mal 2, mal 3, das müsst ihr dann immer noch extra dazu rechnen oder eben selber mit dieser Rechnung, die ihr habt, irgendwie dann ausrechnen, was ihr Ergänzen. für, genau ergänzen, was ihr für einen Schaden eigentlich mit eurem Tier macht. Also wir gehen natürlich auf der von den Standardrechnungen, von den Standardeinstellungen, die Standardrechnung und wir gehen natürlich immer von den Grundwerten hier von den Tieren aus. Der Terrazino ist Level 1, alle anderen Tiere sind auch Level 1 und die haben natürlich dann hier auch immer die Prozentzahl vom Mini-Damage. Das ist ja hier bei dem Terrazino sind es die Von 175. 175. Genau. Ungefähr jedes Tier hat auf Level 1 ungefähr 150 Tiere. Ausnahmen gibt es natürlich auch, wie der Giga im Extremfall, der hat bei Level 1 nur 20%. Genau, der ist sonst overpowered, genau. So. Okay, dann haben wir Es gibt. eigentlich. Ja? Haben wir das erste von unserer Rechnung, weil wir jetzt haben wir herausgefunden, wie oft der jetzt in der Sekunde angreift. Wir wollen ja wissen, wie viel Schaden macht er jetzt in der Sekunde. Das jetzt wirklich rauszufinden, müssen wir jetzt in Tabellen nachgucken. Und rausfinden, wie viel Schaden macht der Tirocino denn mit einem Schlag. Weil ihr nehmt euch ein Tier und schlagt zu. Der Tirocino in unserem Beispiel macht jetzt zum Beispiel bei 100% Melee Damage, macht er 52 Schaden. Der hier macht jetzt mehr Schaden, weil er ist ja bei 175% Melee Damage, also da Angriff Schaden auf Deutsch. Das heißt, um den richtigen DPS-Wert rauszufinden, für dieses Tier aktuell müsst ihr erstmal den Schaden von diesen 52 auf dieses Tier hochsummieren, weil das ist ja auf 100, nicht für 175 die 52. Gibt es da so eine wunderschöne Rechnung, das nennt sich GMAP durch 100, also Grundwert, mal diesen Prozentwert, also Grundwert ist 52, mal 175 durch 100. So wisst ihr dann, wie viel Schaden dieser Terrazino mit diesem Prozentwert an Schaden macht. Genau, Das wäre also. jetzt bei diesem Terrazino jetzt in dem Fall, also 52 mal 175 durch 100, wäre jetzt in dem Fall 91 Schaden würde an ein Tier ohne Rüstung machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Dodo stehen hätte, würde der Terrazino 91 Schaden an diesen Dodo machen. Man kann die Rechnung natürlich kürzer fassen, aber das ist, indem ihr jetzt die 175 schon vorher durch 100 teilt, dann 1,75 rechnet, dann müsst ihr nicht so viel schreiben. Genau, da muss man natürlich immer darauf achten, weil der Stone meint das auch gerade schon, die ganzen Tiere, die keine Rüstung haben. Rüstung bedeutet dann so zum Beispiel Sattel der Sattel. drauf. Genau, der Standardsattel hat immer 25 Abwehr. Rüstung, genau. Und wenn es jetzt um einen Wolf geht oder ein Gigantopithecus oder jetzt eben der Dodo, der wird dann natürlich, der kriegt den kompletten Schaden, da wird nichts mehr abgezogen. Und Ja. ja. Jetzt haben wir halt unseren Damage, den er wirklich macht. Jetzt müssen wir halt diese 91, der seinen Schaden pro Hit ist, mal wie oft er in der Sekunde zuschlägt nehmen. Das heißt, die wir gerade ausgerechnet haben, die 91, müssen wir jetzt mal 1,2, das ist ja der Angriff, den er pro Sekunde rauskriegt. Das heißt, er schlägt mehr als nur einmal nach 5 Angriffen, also nach 5 Sekunden hat er 6-mal zugeschlagen, statt 5-mal nur. Das heißt, er macht 109 Schaden pro Sekunde. Insgesamt. Die sind auf Level 1 bei 175% Melee Damage. Du hattest ja eben die Grundwerte erwähnt. Da hatte ich ja auch mal ein Video zu gemacht und da haben sich ja sehr, sehr viele immer gefragt, was sind denn überhaupt die Grundwerte und wo stehen die Grundwerte? Da gibt es ja extra noch eine Tabelle bei der Wikipedia auch auf der Homepage. Und das sind jetzt gerade diese Zahlen, die wir auch dafür brauchen, um auf diese Werte zu kommen, die wir jetzt gerade hier ausgerechnet haben. Das sind ganz wichtige Werte, sonst kommst du nie auf den Schaden pro Sekunde oder den eigentlichen Schaden, den er wirklich auch raushaut. Deswegen auch bei den Kalikotherium, bei unser Platz 10, haben wir ja auch 43 gesagt. Diese 43 beziehen sich auch wiederum auf die 100%. Bei den Terrazino-Beispiel, was wir jetzt gemacht haben, die 109 beziehen sich halt auf die 175%. Genau. Das heißt, da müsst ihr immer
wirklich nachguckt, wie viel Schaden euer Tier macht. Also natürlich, wenn euer Tier jetzt 120 ist, ihr levelt es noch, hat jetzt 300%, sagen wir mal, der Tyrosin hat jetzt 300%, müsst ihr das ja halt diesen Grundwert von 52 mal 3 nehmen. Weil das ist ja der Schaden, der wirklich mehr macht, dann im Endeffekt. Jetzt Das war wieder mal 1,2. sind wir ja eigentlich so gesehen beim Schaden. Aber Genau. jetzt kommt das Wichtigste eigentlich, was viele, viele Videos und viele überhaupt nicht mitberechnen. Man kann jetzt mega viel raushauen. 4 DPS haben, sagen wir mal. Bestes Beispiel ist der Wolf. Der Direwolf hat relativ hohen DPS von Grund aus, und zwar 52. Also, wie jetzt ausrichtet, haben wir ja gerade erklärt, ausführlich. Das Problem ist beim Direwolf, der hat keine Rüstung. Das heißt, Keine wenn ihr mit Rüstung. einem Direwolf zum Fight geht, macht euch selbst ein Kalekotherium fertig. Warum? Er hat eine Rüstung. Nicht Kalekotherium hat zwar nur 43, aber durch die Rüstung kriegt er halt viel weniger Schaden. und nicht nur Hier mit eurem das Wolf. Leben müssen wir auch noch mit dazu berechnen. Und Die, das Leben dann halt noch dazu. genau, also der keine Rüstung und dann kommt noch das Leben dazu. Also wenn ich jetzt ein Tier habe, was viel, viel mehr Schaden austeilt, aber nach zwei Schlägen von irgendeinem Tier schon weg ist, dann hat das, ist das ja auch uninteressant. Dann kann ich jetzt auch den besten DPS haben. Aber ich habe 200 Leben, dann kommt ein Terrazino vorbei und der kratzt einmal nur mit seiner Kralle und dann ist das Ding weg. Also man muss sich dann überlegen, soll man jetzt nur nach der DPS-Zahl gehen? Dann hat man eine ganz andere Tabelle. Dann hat man plötzlich Tiere oben, die eigentlich gar nicht so stark sind, nur beim Austeilen. Oder man überlegt sich, das haben wir jetzt die ganzen 3 Tage lang, wir haben hier gefightet wie die Weltmeister um die ganzen Werte und so ein bisschen auch ja, das Mittelding zu finden zwischen Leben und Schaden. Genau, und das ist halt wie gesagt auf Level 1 bezogen. Es Genau. ändert sich halt wieder, wenn, sagen wir mal, krasses Beispiel, ein Rex und ein Giga, beide Level 1, hat Rex eine Chance, diesen Giga zu töten. Aber Rex mit 120, ein Giga-Level 120, da hat der Rex null Chance. Genau. Liegt halt dran, dass die Damage-Verteilung viel extremer ist in der Nachhinein. Aber das werde ich euch dann nachhinein. Das ist jetzt so ein Bonus-Video, das werde ich euch noch am Ende mal zeigen. Der T-Rex gegen den Giga. Und der Stone hat ja gerade schon eigentlich verraten. Aber ihr könnt es euch dann noch mal angucken. Am Ende werde ich euch noch mal so zwei, drei Special-Videos zeigen, die wir jetzt noch mit aufgenommen haben, aber die eigentlich so gesehen in unserer Top 10 nichts mehr zu suchen haben. Werdet ihr aber gleich sehen. Wir haben ja jetzt Top 10 gesehen. Das war der Kalikoterium. Und wir gehen jetzt mal weiter zu Top 9. Weib! Ja, recht, was ist das? Alex. So, und das ist der Platz 9, der Megatherium. Und ihr habt es ja gerade gesehen. Hallöchen. Im Video, wir haben ja gerade, wir kriegt ja immer die Videoschnipsel von den Kämpfen, die wir gemacht haben. Das war übrigens super, super interessant und super spaßig. Habt ihr gerade gesehen. Und ja, deswegen ist der Megatherium Platz 9. Wir haben natürlich nicht nur von dem Megatherium oder vom Kalikotherium nur einen Schlag, diese eine Attacke genutzt, sondern auch alle Attacken. Aber trotzdem ist der Megatherium zu Recht auf Platz 9. Ganz, ganz klar. Der Megatherium hat übrigens, da sind wieder verschiedene Werte und er hat eine DPS von 38, 39. Das kommt immer drauf an, was ist immer, das ist glaube ich der linke und der rechte Schlag, glaube ich, war das, ne? Ah, okay, das war. Schlag ist schwächer, aber schneller. Biss ist stärker, aber langsamer. Genau, und ich glaube, einer von denen war, glaube ich, auch sehr ausdauerlastig, ne? Sind beide, glaube ich, nicht viel War mit der mal Ausdauer. nicht viel. Und der Megatherium hat ein Leben von 740. Also das ist nicht unbedingt viel, aber der klatscht auch ziemlich stark raus. Dafür müssen wir natürlich jetzt noch erwähnen, der kriegt ja den Bonus, wenn er wenn er was ist? Käfer, glaube ich, ne? Das, Insekten, ja, die Insekten. diese Megadeura. Genau. Und dann haltet euch mal jetzt mal fest, dann haut der raus einen Wert zwischen 96, 97 war das, glaube ich, ne? 96, 97 war das gewesen. Und das ist echt schlagkräftig. Und das werdet ihr aber am Ende des Videos, werde ich euch das nochmal zeigen, was an diesem Wert so besonders ist. Machen wir aber jetzt nicht. Das werde ich auch jetzt wirklich ganz am Ende zeigen.
Und dann werden wir euch auch erklären, warum das so ist. So, dann gehen wir mal zu Platz 8. Fight! Fight! Nein! Ich komme mit! Wohl noch nicht! Ich habe keine Rüstung. Platz 8, der Dire-Bär. Ist eigentlich klar, dass der Dire-Bär mit dabei ist. Er ist auch sehr, sehr stark. Er hat natürlich auch wieder zwei Werte. Kannst du dir mal ganz kurz zeigen, warum der so zwei Werte hat? Also einmal der hat einen Wert von 60 und der andere Wert ist 78 von DPS. Und das Leben vom Bär ist recht, recht wenig. Und deswegen ist der auch so tief runtergesackt. Hier Platz 8. Oder was Platz 8 war? Platz 8 war es, Ja, glaube ich, ne? Platz 8. Platz 8, weil es bringt euch, wie gesagt, der Schlag von 78 DPS, wenn euch ein T-Rex mit 400 Schaden ganz aufrisst. Der Dire-Bär hat nämlich nur ein Leben von 400. Ich zeige es auch mal hier ganz kurz. Ne? 400, das ist echt, echt wenig. Das sind wieder diese Melee-Damage-Standardwerte. Ihr seht, es ist immer Level 1 und ihr könnt spawnen, was ihr möchtet. Das sind immer diese Werte, die hier da drin sind. Die sind immer fix. Und ja, deswegen ist der Dire-Bär. Der hat natürlich eine Mega-Geschwindigkeit und vieles anderes, aber leider ist der durch sein Leben so weit abgerutscht. Wie gesagt, hat der Stone ja gerade erwähnt. Wenn er dann schon einen Schlag nicht mal aushalten kann gegen irgendeinen T-Rex oder sowas, dann hat er mit seiner Geschwindigkeit beim Schlagen auch nichts in den höheren Rängen zu suchen. Platz 7, der Paracera. Nein, ich weiß schon, die Hälfte von euch werden jetzt aufschreien. Das ist das hässlichste Tier von der ganzen Karte. Das gibt's doch gar nicht, dass der überhaupt Platz 7 ist. Überhaupt in der Top 10 ist er aber. Ist wirklich unglaublich stark. Und noch nicht mal langsam. Der Paracera hat ein DPS von 45 und dafür ein Leben von 1000. Und da kommt wieder das Leben. Alle Tiere, die unter ihm sind, hat er locker weggeklatscht. Ihr habt ja die Videos gesehen, die kleinen Schnipsel, der klatscht einfach alles weg. Der kriegt zwar viel Schaden, hat aber so viel Leben, dass er das alles wieder tragen kann oder auffangen kann, den ganzen Schaden, den er Und bekommt. Und am dazu Ende, ja? kommt der Bonus halt noch, er kickt die Tiere oftmals weg. Das Der kickt heißt, die weg, genau, lässt sie gar nicht an sich ran. ja, deswegen halt, das haben wir halt natürlich auch berücksichtigt, dass wenn Tiere einen starken Knockback haben und ihr gar keine Chance habt, ranzukommen und vielleicht nur eine Stelle habt oder so, dann haben die halt auch nichts auf der Liste zu suchen. Sagen wir mal beim Bronto, der ist zwar auch die gleiche Form, aber da kommt die halt leicht heran. Ja. Dann haut ihr, kriegt ihr doch schneller down als eine Paracea. Der Bronto ist auch gar nicht weit abgeschlagen, weil er ist einfach viel zu langsam bei einem. Da kommt dann wirklich dann wieder DPS. Da kommt es bei ihm bei der DPS natürlich nicht Schaden pro Sekunde. Das ist gefühlte 5 Minuten, schlägt er einmal zu oder so. Deswegen ist der ganz abgeschlagen. Also die Paracera ist echt ein super Tier. Und ihr seht, guck mal, wie schnell der zuschlägt, wie viel Leben der Das ist hat und. ein Schlag pro Sekunde. Das ist Oder super. wirklich 1 zu 1. Und da muss man so ein bisschen drauf achten. Man hat es vielleicht auch im Kampf gesehen. Der Paracer ist wendig, aber er ist nur wendig, wenn der eine Geschwindigkeit hat. Wenn der Geschwindigkeit hat, wenn ihr rennt, dann dreht er sich ganz, ganz schnell. Wenn ihr nämlich jetzt drehen wollt auf der Stelle mit dem Gehen, dann kommt ihr dann. Das kriegt ihr. Sieht ja aus. So ein Omnibus, der versucht hier gerade zu drehen. Also, ganz klar, Platz 7, Paracera. Bye. Platz 6, der Dylacoleo Blanca. Blanca. Da ist er. Ist, glaube ich, einer der Lieblingstiere aller Spieler. Also es ist eine riesen Monsterbrüllerkatze. Das ist echt ein super Vieh. Und der hat
eine DPS von 48, leider nur 700 Leben, deswegen ist er hier auf Platz 6 gelandet, aber na, ihr wisst ja, er kann springen, er kann klettern, er kann eigentlich alles. Es ist ein Rundum-Paket, ein Rundum-Wohl-Paket. Aber natürlich, man muss es wieder gucken, er macht zwar viel Schaden, er kann sich sehr gut bewegen, aber er hat wenig, wenig Leben. Und dann, ne, ein Biss vom T-Rex, dann ist das schon fast wieder gegessen hier, das Ganze. Und deswegen ist er hier gelandet auf Platz 6. Mir gefällt er immer sehr, sehr gut, weil man kann taktisch mit ihm kämpfen. Ihr seht ihr gerade, er springt sehr hoch, kann klettern, kann sich auch von hinten anpirschen. Also gesehen, wenn ihr auf den Baum klettert und der Gegner läuft vorbei, zack, runterspringen und dann habt ihr den Gegner. Also das ist schon ein cooles Teil. Und ja, also zu Recht in der Top 10. Du schaffst es nicht mehr, mich zu beißen. Und jetzt kommen wir in die Top 5. Der Juju, Juturanos. Ja, ich muss nicht viel sagen. Man muss nur sehen, wie er schreit. Man muss nur sehen, wie er aussieht. Er ist ziemlich stark und der Juturanos macht einen DPS von 44, hat aber sehr viel Leben und kann dann richtig gut kämpfen. Mit 1100 Leben ist das echt viel für die... Es ist eine mittlere Klasse. Mittelkategorie ist das echt sehr, sehr viel. Und das ist dann, dafür kommt er auf die Platz, auf den Platz 5, weil er sehr viel austeilt und sehr, 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 sehr viel einstecken kann. Und dann kommt er meistens noch. Sieht man wieder, er hat ja halt auch wieder so einen schönen Kopfstoß, deswegen kickt er auch ein bisschen die Tiere weg. Mhm. Er hat aber diesmal einen langsamen Angriff, deswegen erst nur bei 0,8 pro Sekunde, nicht für die Paracer mit 1. Das heißt, braucht ein bisschen länger, aber dafür macht er einen guten Grundschaden. Ja, also. Und er kickt sie weg. Was natürlich jetzt noch, kann ich jetzt noch mit erwähnen, ist dann super, wenn er schreit. Fast bei jedem Bossfight sollte der Juturanos mit dabei sein. Ne, den Buff, den er gibt, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen sollte man den nicht nur missen in der Top 10, nicht in der Top 5, sondern in jedem Bossfight sollte mindestens einer dabei sein. Siehst du, sagt er auch. Bye! Und einer meiner Lieblingsdinos, der Allosaurus, ganz klar, Platz 4, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Guckt euch mal die Geschwindigkeit an. Das Ding hört gar nicht auf zu schlagen. Der Allosaurus macht 49 DPS, hat leider nur 630 Leben, aber ihr seht, der Juturanos hat 1100 Leben und der Alu macht nur so wenig Leben, aber der haut so schnell zu, da ist der Juturanos 0,0 weg. Also das ist echt, der haut... Das müsst ihr euch mal vorstellen, der hat ja noch natürlich, bei dem muss man dann natürlich noch mit dazu rechnen, er hat natürlich diesen Rudelbonus, wenn er im Rudel ist. Und dann geht's. Ja, dann hat er halt ein schönes Buffchen dabei. Das heißt, wenn sagen wir, ihr habt nur die Allosaurus dabei und lasst nur den Alpha kämpfen, hat der Alpha alleine schon einen DPS-Wert dann von 73 statt 49. Mhm. Das heißt, er hat guten Boost dazu bekommen. Aber einen guten Boost bei der Geschwindigkeit noch dazu, ne? Also der haut ja richtig schnell aus, ne? Und das ist echt toll. Ein super Tier. Super schnell übrigens. Sehr, sehr wendig. Sieht nicht nur toll aus. Ne? Da hinten der Juturanos, der scheiß drauf. Hast du das gesehen? Hat er gerade rausgeschissen. Ja, da sag ich doch nur eins zu. Super geil. Platz 4. Fight! Da hinten geknickt. Und aus Treppchen Platz 3, der Terracinosaurus. Und ich sag euch, das ist die Hassliebe aller Spieler. Alle lieben ihn, wenn man ihn hat, und alle hassen ihn, wenn er nur in der Nähe von der Base und alles auseinander nimmt. Der Terracino hat nämlich eine DPS von 62 und 870, das ist okay, 870 Leben. Und ja, ihr wisst selber, ich glaube, der fetzt immer alles weg. Vor allem bei unserem Material, und wenn da ein Terracino dabei ist.
Der Burst uns weg. Ja, der Terrazino ist schnell, wendig, hat viel Leben, hat einen sehr, sehr schnellen, starken Output. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Terrazino sollte, wir machen ja natürlich unsere PvP-Runden immer mit im Stream bei Twitch. Und da ist er, wenn der dabei ist, dann laufen alle weg. Dann wissen sie ganz klar, ich habe jetzt zwei T-Rex und du hast zwei Terrazinos, dann sollte man, glaube ich, dann irgendwie gucken, welches Level der Terrazino gerade hat, weil sonst ist da Ende Gelände, dann wird eine Frisur angeschnitten. Platz 3, Terrazino. Fight! Du machst 30 Schaden mehr, ne? Ja. Und ganz, ganz knapp nur abgeschlagen vom Platz 1 ist der Spino. Mein Liebling! Mein Liebling, ja genau, mach mal Liegestützen. Männchen. Mach mal Männchen. Der Spino hat zwei Werte. Ne? Er hat zwei Werte zwischen 72 und 84. Ist sehr hoch, ist sehr stark. Aber warum ist der abgeschlagen? Und da kommen das wir wieder. Das gilt halt für den stehenden Modus. Genau. Also der Modus mit auf vier Beinen ist einfach viel zu wenig. Der macht sehr, sehr wenig Schaden. Ist ziemlich schnell, aber macht wenig Schaden. Wenn er steht, hat er zwei verschiedene Werte. Und diese zwei verschiedenen Werte kann man nicht steuern. Weil, ihr seht, er macht einmal die linke und einmal die rechte Pranke. Aber manchmal, wenn man Glück hat, macht er einfach nur die ganze Zeit immer die linke oder die ganze Zeit nur die rechte. Und dann wird alles viel, viel schneller. Und man haut viel, 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 viel mehr Schaden raus. Und dann könnte man sogar Platz 1 wegprügeln. Aber das ist leider nicht steuerbar und deswegen verliert er von 5 Kämpfen 4. Weil man es leider nicht steuern kann. Und das große Problem ist am Spino sein Leben. Sein Leben, er hat einen superschnellen Antritt, hat einen Bonus im Wasser, aber wir gehen daran nicht drauf ein, weil das Bonus im Wasser, da, für die 2-3 Pfützen, die man hier dann noch irgendwo findet, ist das uninteressant. Wir kämpfen ja meistens immer am Land und wenn er auf beiden Beinen rumläuft, hat er zwar sehr, sehr, sehr starken Schaden, aber das Leben mit seinen 700 Leben ist er ganz, ganz schnell Fritte. Also da ist leider der Spino leider für mich, für meinen Geschmack und für viele Spino-Fans sehr, sehr schwach gemacht. Verdient auf Platz 2. Verdient auf Platz 2, ganz klar. Hey! Wie 300 Leben. 300 Leben, okay. Genau, King Rex. Der König aller Dinos ist wirklich Platz 1. Und da kann man gar nicht dran diskutieren. Er hat ein Output von DPS von 74 und 1100 Leben. Also, der hat sehr viel Schaden. Und sehr viel Leben und deswegen kämpft er und beißt er sich einfach durch alles durch. Und wir haben ja gerade eben schon erwähnt, der Titanosaurus und der Giga werden nicht mitberechnet, weil erstmal die haben andere Werte. Wir brauchen gar nicht mit dem Titano ankommen, der Titano macht ja einfach alles weg. Der kann, glaube ich, alle Dinos plus meine Base noch mit einreißen. Deswegen, den hat man ja auch nie. Und wenn man den hat, wenn man es geschafft hat, dann hat man ihn auch für die kurze Zeit. Und den Giga haben wir auch nicht mit dazu gerechnet, weil er hat ja auch ganz andere Werte. Das kannst du ja nochmal erklären. Anfang erklärt, beispielsweise Level 1 Giga hat Minuswerte bei seinem Middle Damage, weil er dann mit 20% Fall startet, da er so einen hohen Grundschadenswert von 400 hat. Da hat man gesagt, okay, dann haut man halt bei Level 1 auf 20% runter und dann bei 120 kommt er dann halt bei 120 hoch, aber wenn man ihn levelt, schafft man es mit allen 71 Leveln gerade mal 40% hochzukriegen. Das heißt, der Schaden steigert sich bei ihnen nicht so exponentiell wie bei allen anderen Tieren. Und der auch so, sagen wir mal, ein kleiner Schmankerl, die ist, haben wir ihn erstmal nicht als Standardtier gezählt, sondern als Spezialtier wie der Titanosaurus. Genau. Also, Stone hat es ja ganz am Anfang schon mal erwähnt gehabt, ein T-Rex 120, vernünftig gelevelt, ne, wenn jetzt nicht auf Essen oder auf Oxygen unter Wasser Dinos macht, der macht einen Giga nicht
ja, sehr große Konkurrenz. Also ihr seht das nachher im Video, was dabei ausgegangen ist. Wir haben ja noch, wie gesagt, diese kleinen Special-Videos für euch noch. Unter anderem ist Mr. Megatherium, der Megatherium, was der Megatherium so besonders da hinten macht, wenn er seine kleinen Käfer nascht, dann ist er nämlich Platz 1. Dann ist der Platz 1. Er ist wirklich Platz 1. Weil der Megatherium, wenn er seine Käfer gegessen hat, dann wird er hier ganz wütend. Dann wird er hier wütend wie Pumba. Und haut hier einfach alles weg. Der wird dazu Diva. Der wird wirklich zu Diva. Weil, wie gesagt, ich hatte das eben schon mal erwähnt, der hat dann einen Output, eine DPS von 96, 97. Und das haut hier einfach alles aus den Latschen. Und dazu noch seine Rüstungsverstärkung von, sagen wir mal, von Schaden, die er 90 kriegt, kriegt er dann nur noch 9. Genau. Also gesehen. Das ist die wahre Tabelle. Die wahre Tabelle, würde ich eher sagen. Die wahre Top 10, weil es gibt so viele Tabellen, da seht ihr die APS, DPH, die DP, DPS und so weiter und so fort, aber keiner rechnet das Leben mit dazu oder die Rüstung von den Satteln. Und am Ende kannst du von mir aus irgendein anderes Tier ganz oben haben, was eigentlich gar nichts da zu suchen hat, weil wenn ich jetzt mit dem T-Rex ankomme und dann den wegmampfe, dann ist da auch nichts mitgewonnen. Deswegen, wir schauen auf alles zusammen, auf das Komplettpaket der Tiere. Meistens eher ein Einzelfaktor, und was halt öfters wiederholbar ist, weil wir könnten jetzt noch den Megalosaurus dabei nehmen, aber den haben wir nur nach den Megatherium auf Platz 1, aber dafür braucht ihr erstmal einen Käfer. Ihr habt nicht im Wintergebiet beispielsweise Käfer, oder anderen Wasser manchmal keine Käfer. Können wir auch nicht machen. Wölfe, die sind so rudelzerstark, können einen T-Rex platt machen in den Rudel, aber dann habt ihr nur noch zwei Wölfe. Den Allosaurus genauso, dann habt ihr aber auch wieder einen Zusammenbonus, einen Gruppenbonus, männlich, weiblich und alles. Deswegen haben wir das größtenteils auf ein Tier so sehr festgehalten, auf deren Fähigkeit, deren Wendigkeit, Rückstoß, Leben und dann natürlich den Schaden, den sie austeilen. So ist es. Und ja, wenn ihr jetzt mal rausgeht ins Ark-Universum, auf The Island zum Beispiel, und ihr wollt euch ein Dino zähmen, dann wisst ihr schon mal ganz genau, welcher hier von den Top 10 einer der besten ist. Ja, okay, das war's dann eigentlich schon. Ne? Ich zeige euch jetzt noch am Ende, wie der T-Rex schreit und wie wir noch so ein paar Special-Videos gemacht haben, wie, also gesehen, der Megatherium da hinten nochmal abgegangen ist, wie der T-Rex abgeht gegen ein Giga, und am Ende kommen wir nochmal unseren dicken, großen Titan, der darf dann auch nochmal fighten, aber ihr wisst selber, was da ausgeht. Okay, das war's dann von mir und Stone. Und dann sage ich dann erstmal, ich gehe es mal runter hier. Flugmode ist zwar schön, aber ich komme mal rüber. Und dann drehen wir uns mal vernünftig um. Und dann sagen wir erstmal, ja, ich krieg dich gar nicht mit aufs Bild. Du bist zu groß. Perfekt. Das war's von uns. Und Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst jetzt, ne, wer hier der Dickste im Ring ist. Das ist der T-Rex. Und direkt danach kommt dann der Spino. Und der Terrazino ist dann Platz 3. Das ist so gesehen hier unser Podium. Und das ist das Deckswetter. Das passt noch dazu. Und ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal und bye bye. Bye! Wir schießen zurück. So. Sonst greifst du nämlich gerade die. Wem hast du? Verloren. Von 6.000 bin ich auf 4.000, 2.000 Leben. Ja, ich habe 12.500 von 17.000 aus mir, weil er 5.000 Schaden gemacht. Weiter.
Ich schubse dich die ganze Zeit. Du hast mich gerade 120 Schaden gemacht, warum das denn? Weiß ich nicht. Kumpelbonus von der Dame da hinten. Hä? Kumpelbonus vielleicht? Von der Frau da hinten. Ja, sie sind zu nah, glaube ich. Ich gehe mal so Richtung dein Maul, weil du musst mir auch Schaden zufügen. Ich schubse dich immer jetzt weg. Wie sieht dein Kreuz denn aus oben rechts? Eine Hälfte. Ich bin auch bei der Hälfte angekommen. Vielleicht genauso, ja. Ja, das gehört dazu. Ich schubse dich gleich in den Sumpf hier. Tierwechsel geht gleich weiter. Ja. Weiter. Wenn du nicht mehr kannst, musst du stehen bleiben, musst du schubsen, musst du laufen. Ich will, musst du jetzt Ausdauer reden. Ich hab jetzt keine Ausdauer. Ja. War ich fertig, du großer. Großmaul. Niemals! Du bist gleich. Kannst du nicht nach vorne laufen? Du bist gleich im ich Sumpf. Ich lauf nach vorne, aber. Ich schubse dich die ganze Zeit weg, ne? Ich hab halt keine Knock-up. Ich hab keine so viel Ausdauer. Also ich glaube, das wird ganz knapp. Das wird eine ganz knappe Sache. Ich bin nämlich gleich weg. Oi, da fliegt er in die Luft. Bäm! Bye! Oh, ein Wolf hat überlebt. Bei. Okay, das hätte schon gewollt. Fight!
Das ist nicht normal, ey. Bei! Restlich muss mehr Schaden. Mhm. Aber auch mehr Ausdauer. Der arme Dodo war im Weg. Wie viel Leben hast du abgezogen bekommen? 6000. Boah. Stamina. Guck, wie lange ich aushalte, ne? Ich hab keine Stamina mehr. Und es ist tot. Unglaublich, ja. 10.000 Schaden hast du mir gemacht. 10.000 Schaden, brutal. Hi! Der ist ja nie der Tod, der ist überfahren worden. Ne? Was ist denn hier kaputt? Jetzt 454 Damage gemacht.